Mixit.blog. Ich bin die Maren und heute zeige ich euch, wie wir einen Apfelbirnenstrudel selber backen. Und zwar als erstes brauchen wir dafür Butter, die geschmolzen wird. Und zwar nehme ich etwa 30 Gramm Butter. Und die wird jetzt bei 3 Minuten bei 60 Grad geschmolzen. Auf der Stufe 1. Und wenn ihr gerne mal Butter selber machen wollt, dann empfehle ich euch mein Buttervideo. Das ist eine hervorragende Butter und die müsst ihr unbedingt mal selber ausprobieren. So, unsere Butter ist jetzt geschmolzen. Die fülle ich jetzt einmal um, so dass ich sie dann später wieder benutzen kann. Jetzt bereiten wir den Teig zu. Dazu nehme ich 250 Gramm Dinkelmehl. Und ein Ei. Dann noch 100 Gramm Wasser. Ein Viertel Teelöffel Salz. Und 3 Esslöffel Öl. Hier empfehle ich neutrales Öl. Ich habe jetzt Rapsöl genommen. So, das Ganze wird jetzt nochmal 2 Minuten auf der Teigstufe gerührt. So, der Teig ist jetzt fertig geknetet. Ich nehme eine Metallschüssel und wasche die ganz kurz ganz heiß aus. So ist unsere Schale jetzt leicht angewärmt und da gebe ich nun den Teig rein und lasse den 30 Minuten gehen. Wenn euch mein Video gefällt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, so erhaltet ihr jede Woche Donnerstag ein neues Koch- oder Backvideo. Während der Teig nun eine halbe Stunde geht, könntet ihr schon mal die Haselnüsse vorbereiten. Und zwar nehmt ihr da 50 Gramm Haselnüsse, gebt die in euren Mixtopf, mixt sie für 10 Sekunden auf Stufe 10 und dann habt ihr gemahlene Haselnüsse oder ihr nehmt direkt fertig gemahlene Haselnüsse. Ich nehme Äpfel und Birnen je zur Hälfte. Ich habe jetzt 500 Gramm Äpfel und Birnen geschält und in kleine Stücke gegeben. Das waren bei mir 3 kleine Äpfel und 2 große Birnen. Ihr könnt das aber ganz nach Belieben und eigenem Geschmack selber zusammenmischen. Das Ganze wird jetzt einmal schnell zerkleinert und zwar 3 Sekunden auf Stufe 5. So, zu den Äpfeln gebe ich jetzt noch hinzu ein Teelöffel Zimt, etwas Ahornsirup, und zwar nehme ich jetzt 4 Esslöffel. Hier könnt ihr ganz nach Belieben eure eigene, hier könnt ihr ganz nach Belieben selber entscheiden, ob ihr Zucker, Ahornsirup, gar keinen Zucker oder Birkenzucker, was auch immer ihr als Süße am liebsten bevorzugt nehmen. Dann brauchen wir noch 2 Esslöffel Zitronensaft. Und das Ganze wird jetzt noch einmal vermischt und zwar 10 Sekunden. Im Linksmod und zwar auf Stufe 3. So, jetzt schaue ich mal, was der Teig macht. Der ist jetzt eine halbe Stunde gegangen und den rolle ich jetzt ganz dünn auf meine Backmatte aus.
So, ich habe meinen Teig jetzt auf meine Backmatte gegeben und werde den jetzt schön zu einem Rechteck ganz dünn ausrollen. So, ich habe jetzt den Teig ganz dünn als Rechteck ausgerollt und den können wir jetzt mit der Füllung belegen. Als erstes nehme ich dazu allerdings die geschmolzene Butter und bestreiche so meinen Teig. Jetzt gebe ich die Apfel-Birnen-Mischung gebe ich jetzt auf den Teig und zwar in dem unteren Viertel, sodass, wenn ich das aufrolle, das nicht ganz rausquillt und schön eingewickelt wird. Dabei lasse ich am Rand etwa 4 cm frei, sodass ich hinterher die Ränder einklappen kann. So. Das ist jetzt unsere Apfel-Birnen-Mischung. Jetzt kommt noch 55 Gramm gemahlene Haselnüsse dazu, einfach obendrauf. So. Und jetzt versuchen wir das mal einzuwickeln. Wenn ihr das auf so eine flexible Backmatte ausgerollt hat, dann sollte es relativ einfach mit Hilfe der Backmatte. Wenn ihr es auf so eine Backmatte ausgerollt habt, dann sollte es relativ einfach sein, das einzuwickeln. Und anschließend klappt ihr einfach nochmal die Enden nach innen um zu der Kante, wo es geschlossen war. Diese ganze Rolle lege ich jetzt mit der Falte, mit der Öffnung nach unten auf mein Backblech. Ich lege einfach mein Backblech davor. Ich nehme jetzt den Stein von die Stoneware von Pampered Chef, lege da meinen Apfelschwul oben drauf und dann kann er auch schon in den Backofen. Der muss etwa 30 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze jetzt backen. So, jetzt zeige ich euch noch, wie wir die Vanillesoße zubereiten. Und zwar habe ich mich jetzt entschieden, dass wir eine Mandel-Vanillesoße machen. Dafür nehmen wir als erstes 50 Gramm Rohrohrzucker. Und dann geben wir noch eine halbe Vanilleschote hinzu und noch eine Prise Salz, das ist so ein Viertel Teelöffel Salz etwa. Das Ganze wird jetzt 20 Sekunden auf Stufe 10 einmal pulverisiert. So, jetzt haben wir unseren Vanillepuderzucker. Das Ganze schiebe ich einmal nach unten und gebe jetzt einmal 4 Eigelb hinzu und noch 300 Gramm Mandelmilch. Jetzt kommt noch unser Rühraufsatz hinzu. Und dann wird das Ganze einmal aufgeschlagen. 7 Minuten bei 80 Grad und Stufe 2. So, unsere Vanillesoße ist jetzt fertig. Und sie ist jetzt richtig schön aufgekocht. Ihr könnt sie entweder direkt heiß verwenden, vielleicht einen leichten Tick noch abkühlen lassen, aber ihr könnt sie auch kalt verwenden. Ich werde sie einfach in eine Glasflasche, die ich ausgekocht habe, umfüllen und so hält sich auch die Vanillesoße ein paar Tage. Hallo?
So, dann nehme ich einfach mal eine Flasche und fülle das Ganze um. Das hat bei mir jetzt, ist jetzt ungefähr ein halber Liter. Den können wir jetzt so weiter benutzen. So, ich habe jetzt unseren Birnenapfelstrudel aus dem Backofen geholt und ihn noch 5 Minuten auskühlen lassen. Jetzt werde ich ihn mal anschneiden und wir schauen mal, wie er aussieht. Schauen wir mal, wie er aussieht von innen. Schaut mal, so sieht er jetzt aus. Sieht ganz toll aus. Und den, da geben wir jetzt noch die selbstgemachte Vanillesoße dazu. Oder ihr könnt natürlich auch gerne ein Vanilleeis dazu essen. So, die Vanillesoße haben wir eben fertig gemacht. Sie ist immer noch sehr warm. Ich muss das mal mit dem Handtuch anfassen. Und die gebe ich jetzt noch hinzu. Und dann können wir das Ganze direkt mal probieren. So, schauen wir mal nach. Der Teig ist schön fest. Köstlich. Also, ich glaube, das wird sich lohnen, das mal nachzukochen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Wer möchte alles gerne? Apfel-Birnenstrudel.